So, jetzt kommen wir zu der 19 Kill Round. Das war unsere 8. Runde und wir haben halt eine High Kill Round gebraucht, sag ich mal, um wieder relativ hoch zu blazen. Davor haben wir halt hier eine Pause gemacht von Runde 6, glaube ich, an. Haben wir eine kurze Kreativ rein und ja, haben wir erste Runde verkackt und die Runde haben wir auf jeden Fall gut gefightet. Das heißt, ein uncontested, glaube ich, nach Believer Beach. Racy ist hier irgendwie bei Stealthy Stronghold gelandet, weil wir uns irgendwie verkehrt abgesprochen haben. Und er ist dann am zu uns gekommen. Und ja, Early haben wir halt keine Kills gemacht. Ist dann halt, ja, welche uns gepusht haben. Ja, und da kam von der Dr. Oma Gegner. War jetzt nicht die krasseste. Ich wollte auf so einen Benzinkanister schießen, aber ja. Ja. Wir waren auf das Schloss, aber meine Air-Aim war gerade so nicht drauf. Und Flavor hat da schon einen Dead. Oben auf dem Berg. Also Dead. Haben gut bekommen. Und der letzte hat jetzt die ganze Zeit abgehauen. Und ja, der ist dann mit dem Boot weggefahren und wiedergekommen. Ja, hier kommt er. Lasern den. Und jetzt hat er eigentlich keine Chance mehr. Wir sprayen einfach jetzt eigentlich noch durch. Und war halt noch ein Freepoint, würde ich sagen. Ja, er eben war auch so krass gemacht. So, jetzt gehen wir in den nächsten Fight. Ich glaube, der war auch schon krass, der Fight. Und die Runde war gar nicht mal so krass, ne? Ja, jetzt sind wir im nächsten Fight. Wir sind aus der Zone gekommen, haben noch einen Lama gefunden. Und jetzt wollen wir uns hier fighten. Und wir fighten die halt jetzt. ...60 auf den oberen. Und hier unten war halt noch der Solo. Dann hab ich einfach durchgestrayt mit dem Team. Jetzt haben wir die einfach noch gefightet, weil die halt nicht so gut waren. Und ja, wird ihr dann noch merken, die jumpen einfach die ganze Zeit mal weg. Dann haben wir halt anders Schiss. Und jetzt wurde einer minus 100 gelasert von da oben. Ja, der Champion ist einfach direkt weg, glaube ich. Ja, 27 Blumen. Feiden die jetzt noch. Der eine sieht auch schon sehr lost aus, wie der hier oben läuft. Dead. Da haben wir noch einen in meiner Box und noch war halt. Lucky, dass er einfach abhauen wollte und mich nicht abgehängt hat. Immer so. Wir haben alle dead. Haben alle eine Bandigan. Haben Gottloot. Und ja. Halt krass. Oh, jetzt war länger mal kein Fight. Ich habe schon 5 Kills. Zusammen haben wir alle 8 Kills. Und jetzt nehmen wir die Zipline und versuchen zu den nächsten Gegnern halt nach Slurpy zu gehen. Ja, haben wir jetzt halt wieder den Fight gesucht. Und sind halt im Gegner reingerannt. Ja, wirklich nicht mal so schlecht waren. Jetzt war ich bei einem in der Box. 175 und das ist eigentlich schon der Instant Todesurteil. Ja. Da ist der Dead. Ja. Auch noch eine Benny Gun. Dings. Slurp Gun. Ganz oben auf High ist auf jeden Fall dann noch einer gewesen. Den baue ich jetzt gleich ab. Ja. Hab ich nicht gesehen. Ja, ging dann auch. Ja, hab ich auch noch gut gehört. Und da hatten wir auch schon wieder 11 Kills zu dem Zeitpunkt. Nicht mal so schlecht war.
Gehen wir wieder zum nächsten Fight. Da haben wir die Gegner halt auch Double Kid und hier Flavor. Der war gerade kurz irgendwie 8K, wir haben dort trotzdem gedouble Kid. Und das war eigentlich wichtig, damit die gedouble Kid haben. Mit der Erdlaser und er hat ihn nur anbekommen. Wir waren dann glaube ich noch zwei Gegner. Und der letzte wird das versuchen einfach nur abzuhauen. Und jetzt ist unser Mate auch wieder da. Und er wird gedoubled Kid von den einen hier, der uns halt entwischt ist, sag ich mal so. Und den bekommt er auch noch. Und jetzt double kicken wir einfach weiter rein. Flavor wird dann halt unlucky sterben. Jetzt hatten wir auch schon wieder 14 Kills. Wir machen sogar noch 5 Kills. Also wir holen alle noch in der Lobby. Jetzt wird Flavor Headshots mal. Wir haben natürlich versucht zu werden. Jetzt aber ein bisschen unlucky hat gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch einen hole. Wir haben minus 100. Dead. Und Waze hat dann noch die anderen geholt. Aber Flavor war dead. Und jetzt war es dann noch ein 2v1v1. Ich hätte gerade auf, ich hätte eigentlich die Spaß damit nehmen müssen. Hab ich jetzt aber nicht gemacht. Komisch. Und jetzt sind wir halt Highground gegangen und haben erstmal geschaut, wo die anderen Gegner sind. Ich habe dann halt das Downer gesprayt und da war dann halt auch ein Gegner und den haben wir dann halt direkt gedoublet. Ja, die Kills sind auch noch wichtig. Naja. So, an den seiner Box. 70, gibt ihm nochmal 100, also 30 HP. Und da hätte Waze vielleicht nicht mehr reinpushen müssen. Und dann hätten wir ihn auch easy gehabt, aber ja, so bekommen wir ihn halt auch. Er hat noch ein bisschen Faxen gemacht. Jetzt habe ich den anderen Gegner gesehen da unten. Er ist der minus 70. Und wir fallen auch trotzdem erstmal auf den einen. Ich glaube, Waze hat sogar noch beide Kills geholt. Deswegen gehe ich mal auf ihn. Ja, den ersten ganz nice geholt. Der andere weiß schon, weil überwärmt wird von mir. Also überbildet. Lass wir den jetzt fighten und baut auch hoch. Der war aber absolut nicht gut. Den eigentlich spawnen können. Naja, er macht das. Er hat 10 halt. Da haben wir das gewonnen, das Ding. Ja, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Das war eine 19 Kill Round von der Hype Cup. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Und dann viel Spaß und haut rein.